Ich weiß gar nicht. Ich bin zunächst mal einfach wütend. Hier anzusehen, weil bei uns diese ganz Großen noch nicht stehen. Und ich finde das furchtbar. Ich finde es wirklich schrecklich. Hat jemand eigentlich mal die Bäume gezählt, die hier für eine einzige Anlage umgehauen wurden? Wir dürfen nicht vergessen, dass das, was wir mit dieser erneuerbaren Energie schaffen, ein winziger Bruchteil dessen ist, was wir überhaupt schaffen. Es wird immer behauptet, dass wir diesen Strom natürlich brauchen. Was heißt denn brauchen? Im Moment sieht es ja so aus, dass die Bundesrepublik schlicht und ergreifend Strom exportiert und nicht zu knapp. Und es ist einfach so, dass wir hier nun noch weiteren Strom erzeugen. Und am größten oder am schlimmsten empfinde ich diese ganze Geschichte eigentlich dadurch, dass wir diesen Strom, der hier gerade erzeugt wird, nicht einmal speichern. Das heißt, wir können somit gar nichts machen. Privater Recherche festgestellt, dass bei uns in der Eifel blitzschnell Verträge geschlossen wurden, weil die Gemeinden sich vom Aufstellen dieser Räder große Gewinne erhoffen. Das ist so schnell passiert, dass eine richtige, ordentliche Gegenwehr dagegen gar nicht möglich war. Und ich will versuchen, bei uns in der Eifel ein bisschen zur Aufklärung beizutragen. Das heißt, können wir es überhaupt verantworten, diese Dinger aufzustellen? Und ich denke, wir können das nicht. Menschen auch in Größenordnungen eines Dorfes sind, tut mir leid, grausam.
Dieser Wald ist kaputt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tiere diesen Ton annehmen. Ich denke, das funktioniert nicht. Jetzt ist ja ein Windkrafterlebnispfad hier geplant. Wie finden Sie das denn? Ich weiß nicht, ist diese Frage jetzt ein Witz? Wie finden Sie denn die Idee mit einem Windkrafterlebnispfad? Um die menschliche Sünde kennenzulernen, könnte man ja auch vorschlagen, einen Puff in dieselbe Richtung zu veröffentlichen. Lange Bewusstseinsfindung. Jedenfalls finde ich das, was ich hier bei euch gesehen habe, schrecklich. Genießen Sie das Sonnwald-Panorama. Alles gut. Ich finde, man sollte Wald, egal wo, auf diese Weise nicht kaputt machen. Und dieser Wald ist zerstört, das ist einfach so. Aber ich weiß nicht, ob ich damit Erfolg haben werde, das bei uns zu verhindern.